Schwestern, die hier auf die Bühne kommen. Die ist klinische Psychologin. Ihre Themen sind dieses Irre, Maskentheater und Social Distancing. Und ihr habt sie vielleicht schon gesehen im Internet, ihr Video ist viral gegangen, was sie erlebt hat als Gast im Stadtsaal in Wien und wie sie dann, wie sie ergangen ist mit den Denunzianten, die die Masken tragen. Begrüßt mit mir Lissi, Magister Elisabeth Meyerbeck. Was da abgeht. Ich könnte eigentlich ganz pauschal sagen, dass diese ganzen Maßnahmen in Wahrheit psychologisch einfach nur schädlich sind. Medizinisch ist eh schon gut erklärt worden, also das darüber hinaus, gesellschaftlich verheerend. Und im Prinzip kann man sagen, das sind alles eigentlich in Wahrheit Isolations- und Vereinzelungsmaßnahmen. Also die Leute werden wieder auf sich selbst zurückgeworfen. Irgendwie kriegt man das Gefühl, man soll sich voneinander distanzieren, um nicht eine große Einheit zu bilden gegen das ganze Unrecht, das hier stattfindet. Ich möchte darauf auch noch genauer eingehen. Also das am deutlichsten ist es sowieso beim Social Distancing. Wobei ich mich immer noch frage, bis heute, warum der Begriff gewählt wurde. Der Begriff hat nämlich bereits eine Bedeutung. Die Bedeutung ist, also wenn ich jemandem gegenüber eine große soziale Distanz empfinde, dann begegne ich ihm mit äußerster Zurückhaltung. Empfinde ihn eher als unsympathisch, fremdartig, bis hin zu feindselig. Eine geringe soziale Distanz, also große soziale Nähe, ist eher dem anderen mit Offenheit und Wohlwollen zu begegnen, ihn sympathisch zu finden und zugehörig. Also so wie der jetzt einer von uns. Trotzdem wird auf das Social Distancing bestanden und wir sind aber keine Insel, wir sind Menschen. Es ist ein Grundbedürfnis von uns, Nähe zu haben, soziale Nähe, verstanden zu werden, Rückhalt in der Gruppe. Und das ist kein Geschnörkel oder irgendwas, sondern ein menschliches Grundbedürfnis, ein essentielles. Und hier wird das nächste ist dieses Maskentragen, das uns auch irgendwie eben auf uns selbst zurückwirft und vereinzelt. Überall da, wo wir zusammenkommen, wo Menschen aufeinandertreffen können, werden sie ihrer Individualität beraubt, ihres Gesichts das, und somit auch ihrer Kommunikation. Also das ist ja unser Kommunikationsmittel. Der Großteil der Kommunikation findet sowieso nonverbal statt. Und man kann jetzt eigentlich nicht mehr erkennen, ob die Botschaft, die man vermittelt will, angekommen ist oder nicht. Und umgekehrt versteht man nicht mehr, wie das eigentlich gemeint ist, was einem die anderen sagen wollen. Das löst auch irgendwo Stress aus und ich habe ja auch sagen lassen, und ich weiß es auch von mir, dass die Menschen sich dann eigentlich schon zurückziehen über das Maß des Social Distancing hinaus, was ja schon per viele genug ist und dann eigentlich gar nicht mehr miteinander sprechen wollen, weil es einfach anstrengend ist, mit so Maskenmenschen zu kommunizieren. Und sind für die Menschen quasi wie ein, also die sind eigentlich ein Arbeitsverbot. Und das löst in den Menschen auch Existenzängste aus, also tiefgreifende Ängste davor, dass sie sich ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können, nicht mehr leisten können. Und dieser ganze Dauerstress, der verursacht wird durch sämtliche Maßnahmen, kann ziemlich schnell chronifizieren und krank machen. Das somatisiert auch. Das heißt, wir haben dann typischen psychosomatischen Beschwerden von Herz-Kreislauf-Problemen, Herzrasen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Gewichtsverlust, Appetitsverlust, Magen-Darm-Beschwerden. Und, genau.
es supprimiert, es schwächt und unterdrückt eigentlich das Immunsystem. Das, was wir brauchen eigentlich, um gesund zu bleiben. So, epidemiologisch ist das Ganze eigentlich überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen. Es macht überhaupt keinen Sinn, medizinisch oder epidemiologisch, denn wenn man bedenkt, dass man unter 65 Jahren sich diese Erkrankung eigentlich ziemlich statistisch gesehen leisten kann. Obendrein haben wir auch ein Definitionsproblem, wenn wir auf die Zahlen gehen, dass nämlich als Corona-Toter, und das kann man auf der offiziellen Seite des Sozialministeriums nachlesen, und das ist der größte Unsinn, der größte Quatsch, den ich weiß nicht, den ich seit langem erlebt habe, sofern man in den letzten 28 Tagen ein positives Testergebnis hatte, wird man als Corona-Toter gezählt, wenn man an oder mit der Erkrankung verstirbt oder auch infolge einer anderen Erkrankung. So ähnlich steht das auf der Sozialministeriumsseite. Das heißt, hier werden die Toten massiv überschätzt und auf der anderen Seite wird die Dunkelziffer auch massiv unterschätzt. Das heißt, das Verhältnis, das dann rauskommt, ist ja noch um einiges geringer und das ist so schon bei der Zählweise, die angewendet wird, bei 0,00 irgendwas, also im Bereich einer Grippe. Und ich würde mal sagen, das Hauptproblem ist sowieso, die Politik ist eigentlich in einer Bringschuld. Sie müssen sich erklären, wieso diese Maßnahmen gerechtfertigt sind und nicht wir müssen hier unten herumstreiten, welche Studien. Welche Studie ist jetzt die richtige? Wer hat recht? Wer hat da die Fake News? Das ist ja gar nicht unsere Aufgabe. Eigentlich müsste die Regierung die Gutachten offenlegen. Und sie muss was transparent und nachvollziehbar machen. Hier herrscht aber Willkür. Unsere Verfassung und das Grundgesetz schützt uns vor Willkür. Eigentlich. Sie schützt vor Machtausübung oder ja, durch eine Willkür, Machtdemonstration und durch einfach die Meinung eines Politikers. So ist das eigentlich, wie in einem Polizeistaat exekutiert wird. Nämlich anhand der Meinung von Behörden oder eines Politikers und nicht wie im Rechtsstaat üblich anhand der Gesetze. Das haben wir erlebt seit dem Lockdown, dass die Gesetze einfach gegangen worden sind und im Nachhinein dann hoppala, seit es jetzt wirklich 6 Wochen, 8 Wochen daheim blieb, naja, jetzt ist der Schaden schon angerichtet. Und Konsequenzen bleiben aus. Die Konsequenzen tragt ihr, tragen wir und unsere Kinder. Worauf ich zu sprechen kommen möchte, das sind sowieso also die Rolle der Kinder in dieser Pandemie. Von ihnen wurde eigentlich immer nur gesprochen als Superspreader oder es wurde lauthals darüber nachgedacht, wie gefährlich Kinder nicht für uns sind und sie wurden eigentlich richtig objektifiziert und ihnen werden Masken aufgezwungen. Im Prinzip ist das nichts weiter als Nötigung und ich möchte auch sagen, dass ich einen Verdacht habe, nämlich, dass die Gesetze so schwammig formuliert sind. Es steht nämlich darin geschrieben, also in der Covid-19-Lockerungsverordnung, dass man die Masken aus gesundheitlichen Gründen, also dass ausgenommen von der Maskenpflicht Menschen sind, die es aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können. Ein Beleg muss aber nicht erfolgen. Also diese Attestgeschichte, ich weiß nicht, wer sich die ausdacht hat, aber wir leben offenbar in einem Status, wo jeder einfach behauptet, was er will. Und alle halten sich daran, ohne das zu hinterfragen. Also die meisten. Und es ist jetzt so, diese Verordnung sieht Ausnahmen vor, aus gesundheitlichen Gründen. Und viele versuchen aber dieses Gesetz trotzdem überzuerfüllen, womit sie eigentlich gegen das Gesetz, auf das sie sich berufen, stoßen. Dazu kommt, sich der Macht zu bedienen, Kinder zu nötigen, Masken zu tragen. Vor allem möchte ich da an die Lehrer appellieren und an die Pädagogen. Das ist eigentlich die einzige Risikogruppe unserer Gesellschaft, die man schützen muss. Das ist die einzige Gruppe, die sich nicht selber wehren kann, nicht selbst für sich sprechen kann. Wir müssen darauf achten. Dass sie
etwas. Und nicht, dass die Lehrer Befehle von oben ausführen, um sich selbst auf der sicheren Seite zu wähnen und den Kindern einfach die Masken aufzwängen. Und weil ich sage Ihnen was, wenn ein Kind herkommt und sagt, ich will die Maske nicht tragen, mir geht es damit nicht gut, dann ist das ein hinreichender gesundheitlicher Grund zu sagen, dann nehmen Sie ab. Denken Sie mal drüber nach, was ist, wenn ein Kind umkippt? Was ist, wenn es einem Kind schlecht geht, wenn es umfällt und, keine Ahnung, auf der Tischkante aufschlägt? Weil ihr euch das einfach nicht traut. Wer haftet? Ich frage das deshalb, normal ist das eine ethische Frage und keine rechtliche, aber offenbar ist es notwendig. Wer haftet dafür? Wie ist das rechtlich gedeckt überhaupt? Nein, ethisch überhaupt nicht. Darüber braucht man nicht sprechen. Das nächste, was ich sagen möchte, eigentlich an alle meine Wissenschaftskollegen, an alle Wissenschaftler überhaupt, die ich kennenlernen durfte, meine ehemaligen Kommilitonen. Wo seid ihr? Ich meine, ihr kennt euch auch aus mit Statistik, ihr kennt euch mit den Zahlen, Daten, Fakten aus, ihr braucht eigentlich keinen ORF oder kein Medium, dass euch das vorkaut, geht einfach direkt auf die Seite, klopft die Zahlen rein, schaut euch das an. Das ist nicht zu rechtfertigen. Und all die, die eigentlich immer gewarnt haben. All die immer gewarnt haben vom Zweiten Weltkrieg und wie der Faschismus möglich war, seid eigentlich gar nicht in der Lage, den Faschismus zu erkennen. Das bemerke ich erst jetzt. Applaus für Lissi!